Der Bitcoin-Bullenmarkt ist zurück. Doch es ist noch keine FOMO entstanden. Noch hört man relativ wenig in den Medien und ein paar Parameter werde ich dir heute mitgeben. Auch die Kritiker, hört ihr sie? Nein, genau, weil sie sind verstumpft und sitzen zu Hause und weinen bittere, süße Tränen. Grüße gehen raus an Harry Potter. Und wie ihr ja wisst, ist vor 5 Wochen mein 7. Buch, die größte Revolution aller Zeiten, auf den Markt gekommen und es ist das Bitcoin-Buch schlechthin. Also wenn du wissen willst, wie Bitcoin funktioniert, wann du einsteigen solltest, dann schau gerne in mein Buch rein. Seit 5 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste zum allerersten Mal, dass ein Bitcoin-Buch in den Top 10 der Spiegelliste ist. Und ganz wichtig, seit Erscheinen ist der Bitcoin-Preis um 50% gestiegen. What? Ja, also genial. Also vielleicht gibt es eine Korrelation. Natürlich gibt es auch klare Gründe für den Anstieg bei Bitcoin und die wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Also schnall dich an, dreh am besten die Geschwindigkeit meiner Sprechstimme auf die halbe Geschwindigkeit und ja, es wird wieder einiges an Charts und Daten rieseln. Mir geht's ja fast schon wieder ein bisschen zu schnell, weil Bitcoin hat gerade mal vor 2 Wochen die 50.000 Dollar Marke überschritten und jetzt stehen wir schon fast wieder kurz vor einem neuen Allzeithoch. Und so ändern sich die Zeiten. Vor 5 Jahren lag der Bitcoin-Preis bei, halte ich fest, 5.000 Dollar. Und gestern hatten wir alleine eine Tageskerze von 5.000 Dollar. Ja, das innerhalb von 5 Jahren, das ist schon verrückt. Und ich nehme das Video jetzt hier am Mittwochnachmittag auf, aufgrund eurer vielen Anfragen. Und gerade eben haben wir die 60.000 Dollar Marke durchbrochen. Wer weiß, wenn ihr das Video heute Abend seht, ob wir dann nicht schon bei 70.000 sind auf einem Allzeithoch oder vielleicht sogar schon wieder abgestürzt sind. Vorab, solange der Bitcoin-Preis über 50.000 Dollar bleibt, bin ich langfristig super bullish und erst darunter könnte es wieder tiefer gehen. Momentan muss man ganz klar darauf setzen, der Trend is your friend. Und was mich auch noch positiv stimmt, ist natürlich, dass wir kaum News im Mainstream haben. Also das Sentiment ist positiv, aber wir haben noch keine FOMO, dass auf einmal der Taxifahrer die Frist. Wollen Sie mehr Gewinn für Ihre Firma? Die Gewinnblitz-Fallstudie enthüllt, wie ein einfacher Ansatz einem Unternehmen zu unglaublichem Erfolg verhalf. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Die Friseuse, der Lehrer oder sogar die Nachrichten darüber berichten. Also schaut doch mal, kommt irgendwas in der Tagesschau oder in der Börse vor 8 oder im Radio? Nein. Und dann schaue ich mir noch weitere Parameter an, zum Beispiel die Google-Suchanfragen. Und hier sind wir noch ewig weit entfernt von den Allzeithochs von 2017 und 2021. Also, das Sentiment ist noch weit entfernt davon, irgendwie extrem bullish und positiv zu sein. Und das, obwohl der Kurs kurz vor einem Allzeithoch steht. Und das ist schon sehr positiv zu bewerten und der absolute Wahnsinn. Also können wir mit diesen Parametern schon mal sagen, grünen Haken dran, das ist noch alles positiv und bullish. Da ist noch Luft nach oben. Es kommt auch darauf an, von wo du mir gerade zuschaust. In Japan wurde zum Beispiel schon ein neues Allzeithoch erreicht. Und dazu habe ich jetzt eine schöne Tabelle für dich dabei. Das zeigt nämlich die Top 20 Fiat-Währungen dieser Welt. Und Bitcoin hat hier schon in 3 davon ein neues Allzeithoch erreicht. Und zwar hier im Yen aus Japan, in der Krone aus Norwegen und natürlich in der türkischen Lira. Schreibt mir gerne mal Kommentare, wenn ihr das Video aus einem Land schaut, wo schon ein Allzeithoch erreicht wurde. Wie ist die Stimmung vor Ort? Ist das Sentiment genauso wie hier? Liest man schon in der Presse darüber oder gibt es schon eine FOMO? Das würde mich wirklich interessieren. Und wenn du neu hier bist und auch Bitcoin-Fan bist, dann lass mal ein Abo da und empfehle mich auch gerne weiter. Ich gehe natürlich nach wie vor davon aus, dass in anderen Währungen es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir auch hier neue Höchststände erreicht haben. Und du musst eins verstehen, ein Bitcoin ist immer ein Bitcoin oder 100 Millionen Satoshi. Und Bitcoin steigt nicht. Nein, Papierwährungen, Fiatgeld entwertet sich. Die Kaufkraft wird uns gestohlen und Bitcoin ist der Store of Value. Und deswegen lasst euch nicht auf Sozen ein, wenn die euch beraten und euch irgendwas erzählen, was werthaltig ist, dann seid ihr definitiv auf dem falschen Dampfer. Und dann gibt es natürlich noch Länder wie Nigeria. Schau dir mal diesen Chart an. Das passiert mit Bitcoin in Ländern, wo die Inflation außer Kontrolle gerät und früher oder später wird das auch so bei uns aussehen, denn die Zentralbanken werden immer mehr drucken müssen. Und deswegen heißt ja auch der Untertitel von meinem 7. Bestseller, warum unser Geld stirbt und wie du davon profitieren kannst. Und ich kann es dir noch mal ans Herz legen, das Buch ist absolut lesenswert. Es ist die Quintessenz meines Schaffens. Die letzten 20 Jahre sind in dieses Buch geflossen. Und dann, wenn du das gelesen hast, weißt du wirklich alles über das Geldsystem. Dann hast du das Geldsystem wirklich verstanden. Dann weißt du, welche Zyklen uns erwarten, welchen wir schon sind und kannst dich perfekt darauf vorbereiten und bist einfach ahead the curve. Also bist eigentlich weiter wie der Rest vom Fest. Und es geht jetzt um finanzielle Intelligenz und um Autarkie. Und das kannst du erreichen mit Hilfe meines Buches, als auch natürlich mit den richtigen Investmententscheidungen in den nächsten Jahren.
Und genau wegen Nigeria kann man auch gut beobachten, was mit Fiat-Währungen am Ende ihres Lebenszyklus passiert. Und das werden wir jetzt alle live und in Farbe erleben. Und jetzt halte ich fest, die nigerianische Zentralbank hat erst diese Woche ihren Leitzins auf 22,75% angehoben. Und trotzdem will keiner die Währung mehr haben. Aber ein Hauptgrund für den Kursanstieg sind natürlich die massiven Zuflüsse in die neuen Spot-ETFs in den USA. Dazu habe ich auch auf X was gepostet. Gerne mir folgen unter @markfriedrich7. Die Menge an Bitcoin, die aktuell von den ETFs ja regelrecht aufgesaugt werden wie ein trockener Schwamm, ist gigantisch hoch und übersteigt die tägliche Menge, die von den Minern geschürft wird, um das Vielfache. Und ihr wisst ja, momentan werden durch den Proof-of-Work-Algorithmus durch die Miner jeden Tag 900 neue Bitcoin generiert. Alle 10 Minuten 6,25 Bitcoin, die emittiert werden ins Netzwerk. Und wir haben noch nicht mal das Halving. Das Halving heißt, dann wird diese Belohnung von 6,25 Bitcoin halbiert auf 3,125 Bitcoin. Und das passiert wahrscheinlich am 19. April. Kleiner Hinweis. Mein Co-Autor Florian Köstler und ich sind auf der Swiss Bitcoin Konferenz in Kreuzlingen eingeladen. Die findet statt vom 25. bis zum 28. April. Ich werde es unten verlinken. Mit dem Code MARK gibt es auch noch einen saftigen Rabatt. Da freut sich nicht nur der Schwabe, sondern auch der Bitcoiner. Allein gestern haben die ETFs 9.163 Bitcoin am Markt erworben. Also ist die Nachfrage aktuell 10-mal höher als das, was tatsächlich produziert wird. Und die Frage ist tatsächlich, ob die Miner alles auf den Markt schmeißen oder selbst sogar hodeln, weil sie weiter steigende Preise erwarten. Apropos, wer überzeugter Bitcoiner ist, der kann sich ebenfalls überlegen, Bitcoin-Miner mit in sein Portfolio aufzunehmen. Viele der Unternehmen haben ihren Hauptsitz in den USA oder in Kanada. Wenn der Bitcoin im Preis steigt, dann hast du mit diesen Aktien natürlich nochmal einen Hebel auf den aktuellen Kurs. Aber auch hier muss man extrem vorsichtig vorgehen, denn viele der Unternehmen werden vermutlich in 2 oder 3 Jahren gar nicht mehr existieren. Deswegen haben mein Team und ich vom Friedrich Report die 2 effizientesten und aus unserer Sicht attraktivsten Miner herausgepickt und analysiert. Unsere Top-Empfehlung hat jetzt schon bald 200% plus in unter 2 Monaten gemacht. Kein Spaß. Also, eins kann ich dir sagen, die 29 Euro im Monat für den Friedrich.Report lohnt sich definitiv, so auch das Feedback von unseren Abonnenten. Schau mal rein unter Friedrich.Report. Die großen Kapitalsammelgesellschaften haben über 3 Milliarden Dollar gestern in Bitcoin investiert. Also die Nachfrage ist gigantisch, weil jetzt endlich durch das ETF können natürlich Lebensversicherungen, Pensionskassen, aber auch Family Offices ohne Probleme, ohne Hürden in Bitcoin direkt in den USA investieren. Aber natürlich auch der Retailer, der keinen Bock hat auf die technischen Hürden wie Wallet einrichten und irgendeine Kryptobörse, die vielleicht dann auch noch Busto geht. Und wie ihr ja wisst, bin ich überzeugter Bitcoin-Fan. Es ist für mich das härteste Asset der Welt. Und eins muss man bei Bitcoin definitiv verstehen. Bitcoin ist grundlegend anders als alle anderen Assets. Wenn zum Beispiel der Silberpreis steigt, dann wird es für unprofitable Silberminen rund um den Globus wieder rentabel, mehr Silber zu schürfen. Außerdem kommt dann auch die Oma mit ihrem Silberbesteck um die Ecke, um die hohen Kurse zu nutzen und verkauft ihr Silber. Bei Bitcoin ist das nicht so. Hier gibt es Anleger, und das ist ein Großteil der Anleger, die trotz eines großen Kursanstieges von mehr als 150% oder 200% seit letztem Jahr gar nicht daran denken, Bitcoin überhaupt nur zu verkaufen. Und das zeigen auch die Daten von Glassnode. Hier siehst du den Anteil aller Bitcoin, die seit über einem Jahr nicht bewegt worden sind. Und das sind aktuell rund 70%. Also noch keiner hat anscheinend irgendwie Ambitionen, seine Bitcoin zu veräußern. Und das ist auch ein positives Zeichen und Fundament für weiter steigende Kurse. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt.
Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.